Ich muss mich konzentrieren, Kowalski. Lass meine Schulter los. Skipper, da hinten! Da hinten! Oh, wir sind im Kreuzfeuer, Männer! Wir sind im Kreuzfeuer! Skipper, was machen wir? Was machen wir? Schnauze, Private! Ich muss mich konzentrieren! Kowalski, du bist ein Mathematik-Genie. Immer blute ich. Warum trifft's euch nie? Keine Ahnung, Skipper. Weil ich süß und knufflig bin? Okay. Hier sieht sich schon einer am Dreck. Ich mal hinschleiche. Ach, ich guck mal hin. Das ist eine Schlange. Oh. Tot. Oh nein. Scheiße. Jo, moin moin, herzlich willkommen, Leute. Was steht heute auf dem Plan? Die Rackman-Quest. Make Ultra Great Again. Wir müssen 25 Skeffs töten, eine Gamma schon. Fehlt noch ein Bar und ja, der Landeanflug auf Interchange ist immer wieder eine Herausforderung. Stimmt's, Kowalski? Ei, ei, Skipper. Du hast wie immer recht. Alter, was ist denn das? Ist das ein Soundbug? Alter. Er hat aus der 5-Kilo-Tube geschossen, Junge. 5000er Magazin. Kowalski. Oh. Das ist ein Spieler, oder? Oh, das ist ein Spieler? Kowalski! Hm. Er lief wie ein Spieler. Er roch wie ein Spieler. Ich denke, es war ein Spieler. Rico, Kowalski, ihr bleibt bei mir. Private, du gehst runter in den Keller und sicherst die Lage unten. Warum ich, Skipper? Ich bin doch so klein und zerbrechlich. Private, du machst, was ich sage. Ab in den Keller mit dir. Ei, ei, Skipper. Rico, Kowalski. Ich höre Schritte. Okay. Skipper, ich vermute... Skipper, es sind zwei Leute. Das höre ich selbst. Er lebt noch. Skipper, schieß! Schieß! Хуяр, Медведя! Skipper, hast uns durch die Lappen gegangen. Schnauze, Kowalski! Ich kümmere mich schon darum. Einer hustet, Skipper. Dem habe ich schon eine aufgebrannt. Jetzt renne ich hin. Dem gebe ich den Rest. Da. Oh, Skipper. Welch wunderbare Schüsse. Danke, Kowalski. Jahrelanges Training. So, den nehmen wir die Knarre ab. So. Jungs, Männer. Wir haben Vaseline aufgetragen. Oh, eine Ushanka, Skipper, die brauchen wir. Da liegt unser erstes Opfer. Wir wissen immer noch nicht, ob es ein Spieler war. Dann können wir ja mal hingehen, Skipper. Oh. Was? Kowalski, hast du ihn gesehen? Negativ, so. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Oh, Curbstone. Private wollte doch immer Curbstone kaufen.
Es ist dunkel wie im Bärenarsch, so. Skipper, meine ich. Ja, Kowalski, da erzählst du mir nichts Neues. Rico, komm mit. Du musst mir den Rücken frei halten. Jetzt wollen wir nämlich mal gucken, was das für ein Sportsfreund war. Pistole? Scheiße, verstaubt. Mit den Schuhen aufs Bett, Skipper. Emma, komm, Checkpoint wird unser Ausgang, Männer. Wir haben Beute dabei, also fällt Hole in the Fence weg. Wir brauchen die scheiß Mütze. Ich weiß, Skipper. ...90% Wahrscheinlichkeit, dass er hier durchkommt, Skipper. Wehe, du irrst dich. Du hattest recht, Kowalski. Du bist doch zu was zu gebrauchen. Zieht ihn ab, Männer. Zieht ihn ab. Lief einer, Skipper. Kowalski, denkst du, ich habe Tomaten auf den Augen? Das habe ich selber gesehen. Hier läuft überall immer einer. Den hast du gut weggemacht, Skipper. Danke. Es ist meine Ehre, mit euch unter euch zu dienen, Männer. Oder mit euch in den Kampf zu ziehen. Uns auch so. Das möchte ich hoffen. Man hört noch keine anderen Schüsse, Skipper. Ich weiß, das kommt mir komisch vor. Normalerweise kommen sie immer an, wie die Scheiße ausfliegen, wenn geschossen wird. Kowalski, wo sind wir hier? Keine Ahnung. So. Sieht aus wie ein Büro. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Oh, ein PC. Hast du sonst noch irgendwelche Lootstellen gesehen? Negativ, so. Blatt, blatt. Skipper, lassen Sie sich nicht auf dieses Niveau herunter. Schnauze. Blatt. Ich muss mich konzentrieren, Kowalski. Lass meine Schulter los. Cleveres Pürschchen, wie er die Tür aufgemacht hat. Ja, Skipper, das war schon nicht schlecht, aber... Wäre es nicht vernünftiger gewesen, mit der Waffe im Anschlag schon durch die eine offene Türseite reinzukommen und gleich schießen zu können? Möglicherweise hast du recht. War er wahrscheinlich doch nicht so clever. So, dann wollen wir ihn mal abziehen, Männer. Skipper, da hinten! Da hinten! Ja, ich hab's gesehen. Mist, Männer, weg hier! Wir müssen weg hier! Feind auf 12 Uhr! Was tut er? Keine Ahnung, Skipper. Wir könnten ihn ja fragen. Ja, ja, und uns eine blaue Bohne in den Schädel abholen. Also manchmal zweifle ich an dir, Skipper. Entschuldigung, Kowalski. An dir zweifle ich manchmal, Kowalski. Entschuldigung, Skipper.
Skipper? Kowalski? Rico! So, Männer, auf geht's. Da vorne ist unser Zielobjekt. Wir müssen die restlichen Schweinehunde erschießen, damit wir die Quest abgeben können. Dann erwartet uns Ruhm und Ehre. Und Loot, Sir. Natürlich Loot. Private, hast du dich von deinem Schock erholt? Skipper, da war etwas. Das... Natürlich. Hab ich doch gehört. Oh, wir sind im Kreuzfeuer, Männer. Wir sind im Kreuzfeuer. Skipper, was machen wir? Was machen wir? Schnauze, Private. Ich muss mich konzentrieren. Fass mich nicht an, Private. Lass mich los. Da hinten noch einer. Sir. Hab ich doch gesehen. Sir, da war noch einer jetzt. Ja, Private ist doch gut, mein Kleiner. Ich wollte es bloß nochmal sagen, Sir. Ich hab's nicht vergessen. Er hat schließlich auf mich geschossen. Auf uns, Sir. Natürlich auf uns. Aber er trifft immer nur mich. Da war er. Kowalski, Berechnung. 100% Wahrscheinlichkeit. Du sagst es. Kowalski, du bist ein Mathematikgenie. Mann. Looten, Männer, looten. Oh, so. So, dann raus hier, Leute. Job getan. Feind auf 12 Uhr, Sir. Ich sehe ihn, Skipper. Kowalski, ich sehe ihn. Private. Schneid ihm den Weg ab. Ich habe keine Waffe, Sir. Dann stell ihm ein Bein. Au! Sir, Sie sind verletzt, Skipper. Ja, ich habe keine Zeit zu bluten. So, da haben wir ihn. Komm, aber den lassen wir liegen. Nicht, dass hier andere Scheiße aus Fliegen unterwegs sind. Auf dem Weg raus. Wir müssen hier heil rauskommen, Männer. Ich blute schon wie ein Schwein. Immer blute ich. Warum trifft's euch nie? Keine Ahnung, Skipper. Weil ich süß und knufflig bin? Private, du bist nicht süß und... Doch, du bist süß und knufflig. Ich geb's ja zu. Aber ist das deine Ausrede dafür, dir keine Kugel einzufangen? Für deinen Skipper? Ich würde es jederzeit gern tun, Skipper, aber irgendwie schießen die Leute nicht auf mich. Wahrscheinlich, weil ich keine Waffe habe. Hm. Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Süß und knufflig und keine Waffe. Leute, wir haben gut Punkte gemacht. Ein paar Leute erschossen. Jetzt wird unsere Belohnung abgeholt.